sind auch sie es leid, sekundenlang Dungeons zu farmen und Artefakte zu bekommen, die keiner braucht, weil die Stats einfach nur grottig sind. Absolut kein Problem, exklusiv für sie nur in 2.0, nicht für $999, sondern für nichts Geringeres als, ja, absolut kostenlos für sie. MiHoYo hat die Lösung schlechthin für ihre Probleme mit den Artefakten. Hey, denn schließlich ist MiHoYo auch schuld gewesen an diesem Problem. Aber mit der neuesten Technologie und mit der neuesten Lösung, maßgeschneidert nur für ihre Probleme. Ja, auch wenn sie keine Probleme gesehen haben, wir werden ihnen jetzt vermitteln, dass sie Probleme hatten. Einfach nur, um ihnen eine Lösung zu verkaufen und die absolut kostenlos ist für sie. Und am Ende des Tages sehen wir hier natürlich nichts Geringeres als Lazy Game Design. Ja, sie fragen sich, warum überhaupt so eine grandiose Lösung zustande gekommen ist. Gar kein Problem, es wird super duper, wupa lupa, schnupa wupa. Ich erfinde Wörter, um sie einfach nur zu catchen, damit sie wirklich aufmerksam hierbei zuhören. Nur für sie, exklusiv, bleiben sie dran, wie sie bessere Artefakte bekommen. Niemand kann es besser erklären als MiHoYo höchstpersönlich selber. Ja! Oh. Okay. Passt auf, Leute. Es geht um die neue Funktion, die in 2.0 dazugekommen ist. Und zwar um Artefakte opfern. Da stand nämlich, als ich mich eingeloggt hatte das erste Mal, stand hier, opfere deine Artefakte. Und ich dachte mir, heilige was wollt ihr von mir? Warum sollte ich das tun? Und dann habe ich realisiert, die meinen, ich kann die jetzt sozusagen als Tribut opfern und bekomme dann noch was anderes da draus, was Besseres. Niemand hat geschrieben, hier gibt es kein Kleingedrucktes, falls ihr das mitbekommen habt. Es gibt hier nichts irgendwie so, was das Ganze erklärt. Und ich war, vielleicht war ich zu faul, um hier drinnen irgendwie danach zu suchen. Ich habe auf jeden Fall mal hier bei der Einführung alte nichts gefunden. Was schon ein bisschen weird ist, weil so oder so müssten Artefakte erklärt sein. Aber nichtsdestotrotz, ein bisschen recherchiert habe ich ja. Bisschen recherchiert. Und nichtsdestotrotz finde ich das Ganze sehr fragwürdig. Also im Groben und Ganzen, was ihr machen könnt mit dieser neuesten Funktion, ist, ihr geht erstmal einfach nur ganz normal zum Herstellen, da wo die Alchemie ist, da wo Temeus ist in Mondstadt. Spricht nicht ihn an, sondern am besten einfach nur die Werkbank. Im dritten Reiter seht ihr jetzt hier die Möglichkeit, ihr könnt links zwischen 4 Artefakten-Sets auswählen. Und je nachdem, was ihr sozusagen haben wollt, sagen wir mal, ich möchte jetzt altes Hofritual, dann könnt ihr hier unten 3 goldene Artefakte reinwerfen, die vielleicht nicht so prickelnde Stats haben. Gucken wir uns das mal an. Ihr könnt ja jetzt hier sehen, wie oft ich schon Artefakte gefarmt habe und was für einen Müll ich bekommen habe, weil ihr seht, alles ist plus 0 und die Artefakte, die ich sowieso geplust habe, nicht eins davon seit 9 Monaten hat im Sidestat KSCH über 30%. Ja, wunderbar, macht Spaß. Aber nicht verzagen, wie gesagt, Leute, habt ihr jetzt hier ein paar Sets, die nicht so geil sind, wie zum Beispiel das hier, OLP, braucht kein Schwein, braucht kein Schwein und das hier braucht auch kein Schwein. Also was machen wir? Wir haben jetzt, müssen mindestens 3 goldene Artefakte reingeworfen haben und ihr seht jetzt hier unten sozusagen ein Batch davon ist komplett voll. Mit 3 5-Sterne-Artefakten kann ein Reliquiar erstellt werden. Hört sich toll an, wir opfern mal diese Artefakte. Ne, habt ihr gesehen, die Stats von denen sind wirklich grottig. Und wir bekommen jetzt vom alten Hofritual etwas Grandioses. Eine Blume, die habe ich gebraucht. Explizit wollte ich unbedingt eine Blume. Und ja, hey, ganz ehrlich, das war sogar ziemlich gut. Muss man schon sagen. Angriff von Prozent, KSCH. Aber so läuft das nicht immer ab. Ich habe gestern das ein paar Mal gemacht. Wir können es ja gleich nochmal machen. Zum Beispiel jetzt hier packen wir 3 Blumen wieder rein. Wir wollen wieder was vom alten Hofritual. Wir können nicht selektieren, was für einen Teil wir brauchen. Wollen, weil brauchen tun wir so einiges, aber wir können es nicht auswählen. Das finde ich schon mal sehr, sehr schlecht. Machen wir mal hier auf und sehen dann da. Oh, Headpiece. Davon wollen wir eigentlich immer KT und KSCH. Mal sehen, was wir bekommen haben. KT, das ist der Vorführeffekt. Himmel, Herrgott nochmal, ich bekomme wirklich Sachen, die gar nicht mal so komplett grottig sind. Die Sidestats sind, aber nichtsdestotrotz, hey, ich bin gerade wirklich schon zufrieden. So. Aber jetzt, alle guten Dinge sind 3. Opfern wir mal 3 Federn und sehen mal, was wir jetzt bekommen. Wieder vom alten Hofritual, wieder können wir nicht selektieren, was wir wollen. Wieder ein Kopfteil, wir haben ja eben mit KT was bekommen. Kann ja sein, dass das vielleicht nicht so gut war, war es nämlich nicht. Vielleicht haben wir was Besseres bekommen und ja, natürlich mit LP. Was soll der Mist? Ganz ehrlich, was soll der Mist? Das ist in meinen Augen schlechtes Game Design. Es wird noch nicht mal erklärt, wieso, weshalb, warum. Nur diese 4 Sets hier sozusagen selektierbar sind. Wird es in 2.1 rotieren? Wird es monatlich rotieren? Ändern sich die hier? Gut, hier habe ich Verständnis für Gladiator und Wanderorchester. Ist ein bisschen schwierig zu farmen mit den ganzen ja, Hypostasen oder halt den Anführern hier drin. Also mit dem Flux-Eisbaum, bla bla bla. Ne? Nur da bekommt ihr halt das. Es gibt kein extra Dungeon, wo ihr diese Artefakte farmen könnt. Gut,
Dann aber warum blutiger Weg eines Ritters und altes Hofritual? Nicht, dass ich diese Set-Teile schlecht finde, ich finde die sogar sehr gut. Aber warum nicht mehr? Wem hätte das jetzt geschadet, hier einfach alle Sets hier reinzuwerfen? Das finde ich echt weird, weil überlegt mal. Ihr geht jetzt, mein Problem mit der ganzen Sache ist, ihr geht jetzt in diesen wunderschönen Dungeon, Tal des Gedenkens, und farmt wie wild, was ich wirklich hunderte, tausende von Malen gemacht habe, unbedingt ein Set hiervon. Grünlicher Schatten. Aber ihr habt nicht so viel Glück. Ihr bekommt eher hiervon was, ins Herz geschlossene Mädchen. Na gut, ja, hier und da so ein bisschen Healer-Set ist schön und gut, aber vielleicht seid ihr so eine Animo-Fanboys wie ich. Habt Jean, habt Venti, habt Shao und würdet am liebsten auch noch ein Elementarkunde-Set nochmal bauen für Sucrose. Ja, Pustekuchen, ihr werdet sehr viel hiervon bekommen. Okay? Man weiß es nicht. Es kann auch sein, dass ihr nie was hiervon bekommt, weil es ist alles komplett dem Zufall überlassen. Und das mag ich nicht so sehr. Aber hey, nichtsdestotrotz, der Content im Spiel ist nicht wirklich sehr, sehr schwer. Wir können auch wirklich ein Head-Teil nehmen oder halt eine Blume mit komplett LP und Verteidigung, das auf Schau packen und werden trotzdem unsere Gegner besiegen. Aber irgendwie ist es nicht Sinn und Zweck des Spiels, weil es geht darum, die Charaktere zu maximieren, das Maximum da rauszuholen. Aber der Zufallsfaktor ist enorm. Es kann halt einfach sein, dass ihr so ein Pechvogel seid und einfach nicht ein einziges Set-Teil bekommen habt, wo einfach KSCH über 30% ist. Das ist das im Grunde, was ihr die ganze Zeit hier macht. Und wie gesagt, ihr wollt eigentlich das haben, bekommt aber das. Da wäre es doch angebracht, dann zu sagen, hey, ich nehme jetzt alles aus dem Dungeon, was mir nichts gebracht hat, sozusagen, also das ins Herz geschlossene Mädchen, ne, und wandle das alles um in grünlicher Schatten. Immerhin besteht dann da die Wahrscheinlichkeit, irgendwie gute Artefaktteile zu bekommen. Aber ihr könnt das doch nicht einmal machen. Und das alleine finde ich schon mal ziemlich misslungen. Was ich auch misslungen finde, ist, was ich am Anfang schon angeteasert hatte, ist, wir können nicht explizit auf ein Teil hinrollen. Der Grund, warum ich das so stark kritisiere, ist einfach, der Kostenaufwand rechtfertigt das einfach nicht. Überlegt mal, ihr müsst 20 Resin ausgeben, um mindestens ein goldenes Artefakt zu bekommen. Das bedeutet, ihr müsst 60 Resin ausgeben, um 3 Artefakte zu bekommen. 5 Sterne. So, jetzt werft ihr diese 60 Resin ist verdammt viel, Himmel, Herrgott nochmal. Einmal aufladen, die erste Aufladung hier, die man für Primogems machen kann, die erste Aufladung kostet 50 Urgesteine. Danach, wieder um 60 weitere Urgesteine zu bekommen, müsst ihr schon mal 100 Urgesteine hinblättern. 60 Resin ist definitiv nicht wenig. Und ihr müsst 60 Resin ausgegeben haben, um 3 schlechte Artefakte zu bekommen, die ihr dann jetzt hier reinwerfen könnt, um ein weiteres potenziell schlechtes Artefakt zu bekommen. Und zu allem Übel, vielleicht bringt euch das noch nicht einmal was, weil ihr nicht eins dieser 4 Sets überhaupt braucht. Ich verstehe nicht, warum das sozusagen die Lösung schlechthin für miHoYo ist. Man könnte es so viel leichter machen und ganz ehrlich, einfach nur, dass ich mich jetzt hier ganz kurz in Rage geredet habe, sind schon ein paar Denkansätze gefallen, die das Ganze einfach nur besser machen würden, wenn man es denn besser machen will. Und hier unterstelle ich tatsächlich miHoYo schon, dass sie einfach nur Zeit schinden wollen, weil sowas habe ich schon in anderen Spielen gesehen. Werf so und so viele Sachen rein und bekomme dann eventuell was Gutes. So, ja, wow, was soll das? Auch hier ist das Gacha. Das ist so, als würde ich pullen. Das ist so, als würde ich Gebete tätigen. Das macht keinen Sinn. Also für mich macht das jetzt keinen Sinn. Ich brauche kein Gladiator-Set, ich brauche Wanderorchester nicht. Das hier, nein danke, altes Hofritual, ja vielleicht, eventuell, aber ihr habt gesehen, was wir bekommen haben, war einfach nur, ich habe 9 Artefakte geopfert. Insgesamt sind das 180 Resin. Überlegt mal, das waren 180 Resin. Ja, an der Stelle kann man sagen, gut, du bekommst ja für die 20 Resin nicht nur ein 5-Sterne-Artefakt, sondern du bekommst ja auch hier wunderschöne 3-Sterne-Artefakte, 4-Sterne-Artefakte und wenn du die nicht brauchst, dann kannst du die auch verkaufen. Übrigens, das mache ich halt immer, kann ich euch auch empfehlen, ne? Weil was anderes kann ich nicht groß damit anfangen. So, wunderschön, das hat mir ein bisschen Mora gebracht und das Mora brauche ich, um Artefakte zu plussen, aber hey, ich habe kein Artefakt, was es wert ist zu plussen. Und das ist mein Problem. So, was heißt das jetzt aber im Großen und Ganzen, um den ganzen, ja, Rage jetzt einmal ein bisschen so zur Seite zu packen. Im Großen und Ganzen heißt das, dass miHoYo sich dem Problem angenommen hat, was die Artefakte betrifft. Und ich muss sagen, es ist zwar der richtige Weg, aber es ist ein bisschen so, als hätte ein 2-jähriges Kind versucht, gerade Michelangelo
nachzumalen, hat das nicht ganz geschafft. Und das ist sozusagen das Endprodukt. Nichtsdestotrotz, ich bin dennoch froh, dass man es überhaupt machen kann, weil, ich habe ja eben angedeutet, man keine Artefakte verkaufen, man kann keine 5-Sterne-Artefakte verkaufen. Im Prinzip ist es das Einzige, was ihr damit machen könnt. Entweder ihr nehmt die ganzen 5-Sterne-Artefakte und packt sie in andere 5-Sterne-Artefakte rein, um es einfach nur zu Plus und Plus 20 zu machen, ne? In der Hoffnung, dass ihr irgendwann ein besseres Artefakt findet, um dann dieses Plus 20-Artefakt da rein zu machen. Mit diesem Prozess spart ihr Mora. Das kann ich euch schon mal empfehlen. Oder ihr entscheidet euch einfach nur ein bisschen, ja, zu gachern und zu gambeln. Na klar, ich finde den Part auch cool, dass man dann sagt, wird jetzt was Cooles kommen, wird jetzt was Cooles kommen. Aber stellt euch vor, es kommt was Cooles und es ist eine Feder und ihr habt gute Federn. Also alleine, die Wahrscheinlichkeit ist erstmal 1 zu 5, was ihr bekommt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit nochmal 1 zu 100 gefühlt. Weil wenn man alle Parameter mit berücksichtigt, dass man ein gutes Artefakt dann auch bekommt. Unangenehme Lösung meiner Meinung nach. Was haltet ihr davon? Schreibt das mal unten in die Kommentare rein und schreibt mir bitte auch gerne unten in die Kommentare rein, ob ich da irgendwas verpasst habe oder ob das tatsächlich so der Fall ist, dass diese 4 Sachen jetzt erstmal bleiben und es in den Sternen steht, ob das jemals wieder ausgetauscht wird. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe nichts darüber rausfinden können, aber das war meine persönliche Meinung zu dem Ganzen. Bleibt gesund, Leute, heute gibt es eventuell einen Stream. Joint doch einfach mal dem Discord, schaut nach, was die Benachrichtigungen da so sagen und dann freue ich mich auf euch. Bleibt gesund,